Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde in meinem Musikzimmer. Wir spielen heute den zweiten Teil der Musette, den Takt 9 bis zum Ende. Es geht los! Ihr habt die Noten vor euch. Im Takt 9 beginnt die rechte Hand. Ich spiele euch zwei Takte vor. Der zweite Finger liegt auf dem Cis 2. Zum Mitspielen, zweiter Finger auf das Cis, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 2. Und nochmal, Cis, E, D, Cis, D, E und springen auf A, E, E. Ich spiele die nächsten zwei Takte weiter, euch einmal vor. Der fünfte Finger liegt auf dem A, 5, 2, 5, 2, 1, jetzt geht der dritte Finger drüber aufs Cis, 3, 2, 1, 3, 1. Langsam zum Mitspielen, der fünfte Finger liegt auf A2. A, E, A, E, D, Cis. Ein paar Mal für euch, dass es flüssig wird. Ich spiele weiter die nächsten beiden Takte. E, Dis, E, D, Cis, A, Is. Und einmal zum Mitspielen, der fünfte Finger liegt auf E. 5, 4, Daumen auf E, kleiner Finger auf D. Hand zusammenziehen, der zweite aufs Cis und der fünfte aufs A und der vierte aufs Gis. Ich zeige es euch nochmal. Fünf. Zusammenziehen. Zwei. Fünf. Vier. In den nächsten beiden Takten wird es gerade nochmal wiederholt. Mit den schnellen 16. Noten. Der vierte Finger liegt auf dem E. Ich spiele euch den Abschnitt einmal vor. E, Dis, Cis, Dis, E, Dis, Cis, Dis, E. Und einmal zum Mitspielen. Vierter Finger auf E. E, Dis, Cis, Dis, E, Dis, Cis, Dis, E. Und nochmal, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. So, wir springen jetzt mit dem zweiten Finger zum Gis. Ich zeige es euch. Gis, der Daumen geht runter durch aufs A. Der vierte liegt sowieso auf dem D. Cis, D, E. Fünfter Finger liegt auf E. E, Gis, A, D. Zum Mitspielen. Fünfter auf E. Fünf, zwei, eins, vier. Ich spiele die letzten zwei Takte. Der dritte Finger liegt auf dem Cis. Cis, D, E, A. Sprung. Vierter auf D. Cis, D, E, A. Nochmal die zwei letzten Takte. Cis, D, E, A. Springen. Cis, D, E, A. Wir spielen miteinander beide Zeilen von vorne. Eins, los. Thank you.
Kopf und spielt es einige Male für euch mit der rechten Hand alleine. Wenn ihr soweit seid, dann drückt auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand dazu. Am Anfang seht ihr immer Oktaven. Der erste Ton im ersten Zwischenraum, das ist das tiefe A. Wir spielen A, A, zweiter Takt, dritter Takt und im vierten Takt A, dann runter zum E. Jetzt bleibt das ganz lang immer Oktave E. Und drei Takte vor Schluss, da ist es E. Und die Achse ist das D. Das spielen wir mit dem Mittelfinger. Und jetzt ist es wie auf einer Wippe. Ja, 5, 1, 5, 1. Und ihr seht, mein Mittelfinger bleibt immer auf dem D liegen. Dadurch gewinne ich viel Sicherheit. Es geht jetzt runter zum E. Jetzt ist meine Achse im Mittelfinger das A. Spielen wir den zweiten Teil miteinander, mit beiden Händen. So, los geht's. Zweiter Finger auf Cis, links die Oktave AA. Und zum Mitspielen ganz langsam. Der letzte Takt.
Takt ist einstimmig. Wenn wir hier sind, dann wird nochmal der erste Teil wiederholt. Nun schaltet auf Pause, spielt es für euch so lange, bis ihr es fließend spielen könnt. Die Büsette ist kein leichtes Stück. Ich zeige euch noch einen Trick. Manchmal ist es schwierig, und jetzt, wenn euch die Stelle schwer fällt, weil da beide Hände auseinander gehen und man muss mit der rechten Hand das A spielen und mit der linken Hand das D. Als kleinen Trick möchte ich euch sagen, an der Stelle schaue ich kurz nach links, weil ich zu D muss, und dann schaue ich schnell nach rechts. Nochmal. Links, rechts. Vielleicht hilft euch dieser Tipp, oder wenn ihr einen anderen guten Tipp habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.